Schönen guten Tag, mein Name ist Karl-Heinz Grundböck, ich bin Sprecher der Parlamentsdirektion. Herzlich willkommen hier im Parlament. Ein großes Paket im Rahmen der Gebäudesanierung war natürlich auch die Beschaffung von neuer Möblierung. Ja, und gerade in der Möblierung war uns ganz wichtig, auch auf Nachhaltigkeit zu setzen. Österreich ist natürlich auch ein Waldland, ja, das heißt, wenn Holz benötigt wird für die Möbel, ist es naheliegend, dass wir hier sehr viel aus nachhaltiger und regionaler Produktion haben. Im Vergabeverfahren ist die Firma Bene hervorgegangen. Das heißt, die Ausstattung, die wir hier sehen, kommt aus österreichischer Produktion. Die Waldwirtschaft, die Holzproduktion ist natürlich auch ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor in Österreich. Das heißt, neben der Nachhaltigkeit ist es auch eine Wirtschaftsentscheidung, die wir hier mit den Möbeln vollzogen haben. Im Parlament geht es um eines, nämlich um das Gestalten von Zukunft für die Gemeinschaft. Es gibt wenig Themen, die da weniger naheliegend wären, als eben auch das Thema Nachhaltigkeit.